Hallo und herzlich willkommen zurück zu Industries of Titan. Ja, jetzt habe ich schon fast den Namen vergessen. Zu Industries of Titan, so. Machen wir weiter hier. Wo sind die ganzen Gentlemen? Oh, ja, stimmt, ja. Isotopes. Brauchen wir dafür? Oh wow, död, 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 död. So, aber schauen wir noch mal. Oh wow, an, aus, an, aus. Dann schauen wir doch mal, was wir noch rauskriegen. Weil ich sag mal, von der Story her, also von der Story, die es bisher gab, halt von diesen kleinen Aufgaben da, sind wir schon durch. Endlich. Oh. Mal gucken, ob man den auch upgraden kann. Sechs Isotopen. Lassen erstmal die Energy wieder rüberwachsen. So, jetzt dürfte aber genug Energy am Start sein. Fuel produziert das Ding nochmal 10. Ah. Also rein theoretisch könnten wir noch einmal upgraden, das ganze Ding. Wäre ja kein Ding. Tausend Credits, so. Was braucht es? Ein Isotop und 10 Mineralien. Ja, das haben wir doch. So. Bauen wir da auch nochmal was hin, so. Upgraden wir mal diesen Tower hier. Schon genau, das läuft. Aber wo zum Fix sollen diese Kackdinger sein? Genug Punkte sollte ich ja haben. So, schöne Batterie hier.
So. Dann upgraden wir mal, glaube ich, den, weil dann sind es 15. Bis dann daneben könnte ich dann noch so ein Scheißding aufbauen. Und noch mehr Energie zu generieren. Weil Energie ist ja irgendwie schon sehr rar, was das angeht. Auf geht's hier. Diese Tropen sind ja eigentlich nicht so schlimm. Ist halt auch scheiße zu transportieren. Oh lol. Haben die schon hingetragen. Energy Plant. Das wird aber hoch, ey. Jo. Der ist echt zu viel. 15, Tatsache. Also ein Kack, dass man dann nicht irgendwie schon geupgradete Produkte hinstellen kann. Also zum Beispiel, dass ich dem schon gesagt hätte, hey yo, Alter. Stell mal bitte hier nicht Level 1 hin, sondern mehr, also halt höheres Level. Schon fett. Ist da schön viel Energie drin in der Ding. In der Batterie. So, diese Token sind noch mehr. Finde ich auch gar nicht so eine Scheißding. Da nochmal zu upgraden. Wie viel was braucht der zum Upgraden? Ja, ich finde ja diese Upgrades halt geil, ne? Weil so kannst, weil, was ich, wenn es viele Stufen gibt, ist halt voll der Hammer. Weil dann werden die Dinge, werden die Gebäude immer größer. So, wir sollen jetzt erstmal hier keine Ahnung was machen. Was transportieren. Wo ich auch gespannt bin, wann hier das erste größere Update kommt. Aber mit dem rechne ich sogar noch vor den Sommerferien. Wie winzig der ist. Das ist, wenn man sich das echt mal anguckt, Alter. Das ist Tier 1 und das ist Tier 2. Schon. Hä? Oh, Employees. Okay. Not enough fuel.
Kaufen wir das Fuel Silo. Ah, jetzt, hä? Sagen Fuel, ey. Dass man Dinge priorisieren kann. Weil gut, klar, das blöde Fenster ist im Arsch, ja, geschenkt. Aber dass man zum Beispiel Dinge nicht priorisieren kann, das stört mich noch etwas. Also laufen sie immer die ganze Zeit hin und her und holen Mineralien. Da die das Ding jetzt endlich hier frei ist. Gehen sie jetzt endlich mal die Dinge an hier. Diese ganzen Surveys und Destructions. Keiner. Verkaufe ich einfach dann rote Artefakte. So viel rote Artefakte, das ist echt der Wahnsinn. Haben wir eine Server hier? Jawohl, holt mir den Scheiß raus. 10 Waste, ja. Warum, dass ich Waste nicht haben will? Ding haben wir ja genug hier.
Das upgradet, sehr gut. Das upgradet auch, das ist auch sehr gut. Probier hier mal. 1 zu 24, ja klar. Ah, 4 für 8. Was ist das denn für ein... Achso, da sind noch Dinge dabei gewesen. Ja. Leute. Was gibt's hier? Scheißdreck gibt's hier. So, weil Strom. Claim. 7. Claim. Extract. Das Energy Grid. Aber gut, das erinnert mich daran, diese Folge mal wieder zu beenden. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich schau einfach, ob ich noch irgendwas machen kann. Ich würde gerne mal so ein Rebel Camp nämlich noch sehen. Deswegen expandiere ich gerade etwas doch stärker. Und mal so eine Mine aufbauen. Das wäre auch ganz interessant. Ja, sonst schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel mittlerweile so findet. Ist auch schon, glaube ich, jetzt schon länger her, seitdem wir angefangen haben. Und ja, nicht vergessen, heute um 18 Uhr ist wieder SnowRunner-Stream. Schaltet ein, auf jeden Fall. Und der Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch der Folge einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal, wenn es nicht sowieso schnappt. Ja, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.